das hören wir nachher aus dem Unterricht. Ah ja, genau, die Anekdote ist die. Die ist gut, die Anekdote ist gut. Also, zum einen der Schlüsselszenen im Film mussten wir auf einem hohen Gipfel drehen. 2500 Meter, schneebedeckt. Wir mussten früh morgens los, so um 4 Uhr in der Früh, damit wir so um 6:30 zum Sonnenaufgang da stehen. Das haben wir alles hingekriegt. Wir waren zu viert unterwegs und es war dann auch relativ schnell abgedreht. So 8:30, 9:00 waren wir fertig mit dem Drehen. Dann ein Kameraassistent, Ole, der Schauspieler, losgeschickt. Da gab es ein kleines Café am See. Sonnen da auf uns warten. Bernton und ich haben noch so Landschaftsaufnahmen gedreht, Atmos aufgenommen. Und wir kamen eine Stunde später an, da lag dieser Kameraassistent so auf dieser Bank, so völlig fertig. Der war auch zum ersten Mal über, glaube ich, 500 Meter Höhenberg gesehen. Der hat noch nie einen Berg gesehen. Und der lag dann da so kaputt und da habe ich ihn gefragt, ja, was denn los sei. Da hat er gesagt, er hätte einen Kaffee-Surprise bestellt da in diesem Café. Und er wusste nicht so genau, was es ist. Und es war halt einfach so, so ein bisschen Kaffee und der Rest war ungefähr Schnaps. Deshalb hat er sich dann morgens so um 9 reingepfiffen und war den Rest vom Tag völlig nicht mehr zu gebrauchen. Ich weiß nicht, ob es an der Höhenluft lag oder am Alkohol. Auf jeden Fall, es war dann so mehr oder weniger der letzte Dreh.